Können wir jetzt bitte die verfickte Schlange machen? Gibt's doch nicht. Dass so eine trollige Schlange mich hier seit 24 Stunden fast schon abfuckt. So. Hier sind wir. Shit. Warum bin ich denn jetzt hier eigentlich? Hier ist schon wieder der dumme Schlangenspeer. Habe ich hier aufgehört gestern? Ich habe überhaupt nicht aufgehört. Wir sind doch... Welches war das denn? Hä, nee, das war doch... Vielleicht habe ich ihn im Schlaf gekillt. Tempel? Prison Town? Ey, wie kann man denn so vergesslich eigentlich sein? Da bin ich gerade, muss es doch hier sein. Audience Park. Also, das Problem ist, ich habe mir gestern noch ein paar Videos angeguckt und man kann den Stun locken. Das ist dann zwar schon eigentlich Cheesy McCheesenstein, aber... Das ist erstens trotzdem nicht so einfach, weil man da wirklich sich beim Timing nichts erlauben kann. Und diese Bodenwelle, wie ich es vermutet habe, kann man nicht wegrollen und man kann wohl auch nicht rüberspringen. Man soll die blocken. Versteht ihr? Blocken. Wisst ihr, wie ich meine? Blocken. Das ist doch komplett bescheuert. Guck mal, ich kann das Turtle-Schild gar nicht mehr benutzen, weil ich nicht mehr Strength 14 habe. Aber das würde bedeuten, ich muss von zwei Hand Stagger, Stagger. Ja, ich weiß, wer blockt bei einem Boss, aber... Und dann müsste ich schnell das blocken. Vielleicht kann ich es auch... Guck mal. Das wird jetzt eh nur ein Versuch hier. Weil ich mal wissen will... Weil jetzt habe ich auch noch eine Fat Roll. Ey, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe hier krasses Input-Lag. Falsche Modus eingestellt. Warte mal. Denn jetzt hier schon wieder los? Jetzt spiele ich HDR. Ich habe doch gar nicht HDR eingestellt. Okay, ich muss mal kurz. Das ist aber sehr komisch. Ich habe hier gerade ein paar Probleme. Es hat gerade mega Delay gehabt. Und ich weiß gerade nicht warum. Oder ist das, weil ich Fat Roll habe? Nee. Was habe ich denn jetzt hier? Ich will gar nicht in HDR spielen. Soll ich HDR an oder ausmachen, Leute? Ja, aber der Download, der, ich lade ja gerade. HDR aus ist doch besser, oder? In der Regel, ja. So. Dann jetzt hier bei den Bildschirmeinstellungen muss ich doch. Ihr seht es jetzt gerade nicht, aber ist immer noch gerade aus. Ja, der GTA-Download, aber der dürfte doch eigentlich keine Rolle spielen, weil ich doch gerade nichts online mache. Meint ihr, es liegt am GTA-Download? Das dürfte doch eigentlich keinen Einfluss haben. Okay, shit.
Ja, dann muss ich den Download, den GTA-Download ausmachen. Das hat sich gerade ganz schlimm angefühlt. Ob das jetzt besser ist oder woran das lag. Hat sich ganz komisch angefühlt gerade. Falsche Taste. Ja, jetzt geht's. Okay, das war zu früh. Das ist nämlich genau das, was in dem Video auch steht. Das vom Timing her. Wenn du es zu schnell hintereinander machst, dann klappt der Stunlock nicht. Habe ich hier natürlich wieder das Mana-Getränk nicht ausgewählt. Boah, ich bin so schlecht. Das ist manchmal wirklich erstaunlich. Ja, das ist das Problem. Okay. 5 Mana-Tränke, das wird nicht reichen. Für den Stunlock. Okay. Was? Es gibt noch eine Questline in Haus Vulkan? Was meint ihr jetzt damit, ey? Da habe ich doch alles schon gemacht, dachte ich. Vielleicht sollte ich auch einfach irgendwas anderes erstmal machen. Irgendwas, das Spaß macht. Now you are a recusant true. I am pleased. Erst die Invasions machen. Alle Invasions, bevor man die Schlange killt. Er war das doch, der. It is the run. Na, es würde insofern cool sein, weil ich ja. Ich habe ja hier noch einen Auftrag. Aber der ist natürlich am Arsch der Welt. Da weiß ich nicht mal, wie man da hinkommt. Das ist halt mega weit weg. Hier rum. Okay, ich versuch's mal, Leute. Ist eigentlich eine willkommene Abwechslung, sage ich ganz ehrlich. Weil man muss ja nicht gleich mit der frustigsten Geschichte anfangen. Zack, zack. Mann, die gehen weg. Wie sonst was. Okay. Aber wo müssen wir denn dann lang? Hier quasi. Nach Süden. Altes Plateau. Ey, das ist nämlich die neue Gegend, die ich auch noch gar nicht angesucht habe. So, und jetzt müssen wir nach Norden. Was ist denn jetzt? Oh, sie wieder! Scheiße.
Man in Rome. Wieso habe ich eigentlich eine Fat Roll? Habe ich eine Fat Roll? Oh shit! Wo bin ich denn hier? Alter. Kamera aus der Hölle. Okay. Erstmal hier raus aus dem Gewühl. Wo ist die Alte? Wieso ruckelt denn das so? Wo ist sie denn? Sag mal. Da oben! Die schwimmt gar nicht. Die ist auf dem Feld und es ruckelt wie Sau. Das finde ich ja fast schon ein bisschen beschämend gerade hier. Die ist da oben. Ich dachte, das Ganze hier geht nur im Wasser. So, Fräulein. Ja, du bist natürlich noch übrig geblieben, ne? Du Lellbeck. So. Ganz schön krass geruckelt gerade, also. Habe ich hier eine Fat Roll? Was ist denn hier eigentlich los? Achso, warum habe ich denn... Lol, das habe ich gestern noch probiert, habe ich ganz vergessen. Ich habe gedacht, vielleicht wenn man den Cat Talisman trägt, dass man dann von der Bodenwelle, von dem Ding nicht getroffen wird. Aber das war natürlich kompletter Quatsch. War ein Versuch wert. Okay. So. So, 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 jetzt gucken wir mal hier. So weit. Nicht eine normale Rolle. So weit, so gut. Übrigens, kleiner Fun-Fact, habe ich im neuen Video von Vatividia mitgekriegt. Da wir ja eine Gruppe haben zusammen, jedes Mal, wenn ihr dann seht, you killed the Shardbearer, also einer aus unserer Gruppe hat einen Boss gelegt, dann erscheint oben das Symbol mit der goldenen Hand und wir kriegen 5% mehr Runen für eine gewisse Zeit.
Also je mehr wir natürlich in unserem Covenant sind, in unserer Bande, desto besser für alle. Insofern kommt gerne rein. Hier geht ihr auf Multiplayer, dann drückt ihr Dreieck und dann gebt ihr hier oben bei Group Passwort Bande Ausrufezeichen ein und dann könnt ihr unter anderem, sind wir wie so ein Covenant, wir sehen unter anderem unsere Blutflecken gegenseitig und profitieren so ein bisschen voneinander. Finde ich ganz nice. So, hat man seinen eigenen Covenant und ja. Das nur nochmal erwähnt. Okay, wir müssen da hoch. Also ich zeig's nochmal. Hier, ihr geht aufs Startmenü, auf Multiplayer, Dreieck und dann hier oben bei Group Passwort, Bande, groß geschrieben mit Ausrufezeichen. Nicht so leichter zu diesem Ort zu kommen, wie gesagt. Ich glaube, geht's irgendwie überhaupt nicht lang. Das könnte auch einfach so eine Höhle sein. Wenn du überall Bande reinmachst, hast du weniger Gruppennachrichten. Echt? Also ihr meint, wenn ich überall Bande eingebe, das können wir mal ausprobieren, was da passiert. Dann habe ich nur noch die Signs von euch, ja? Das wäre doch eigentlich ganz nice. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Wir werden es sehen. Das ist ja hier auch einfach nur eine Höhle. Da komme ich doch nicht auf der anderen Seite. Was ist denn der offizielle Weg? Hier lang? Hier eher, oder? Über Norden? Da lang, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich in dieser Höhle jetzt... Alter Schwede. Warte mal. Es ist zwar nice, jetzt hier noch so eine Katakombe zu haben, aber das ist... So ist das denn jetzt? Ich glaube nicht, dass wir hier lang kommen. Von hier
Coffin? Da lang? Hier. So, wenn ich jetzt hier einfach der Straße folge, müsste ich dann nicht dahin kommen. Ja, alle von Blitz. Das sieht auch krass aus. Das sieht mir mal aus wie ein Legacy Dungeon. Auch entsprechend bewacht. Oh Mann, dieses Spiel ist so fucking huge. Huge Jackman. Tree Sentinel? What the fuck? Nope. Holy shit, es wird immer größer, ey. Oh, nice. Alter Schwede, guck mal hier.
Alter, was geht? Das hat fast schon so Attack on Titans Vibes hier. Aber ich bin falsch abgebogen, ich Trottel. Ich hätte hier... Da hätte ich hingemusst. Es sieht so fucking nice aus, einfach nur. Oh Mann, ich... Wieso? Es ist unglaublich, ey. Hier leider komplett falsch. Das ist wahrscheinlich sogar leichter. Wenn ich... Hier läuft man ja wirklich von einer Gefahr in die andere, ey. Don't look back. Plötzlich holt er hier das Riesenschild vom Rücken, ey. Oh, Entschuldigung. Ah, how delightful to meet a familiar face, even after departing the realm. Oh, das ist der Sorcery-Verkäufer. I've been doing some learning of my own since then, actually. And I'm yet to find the noble gold mask. I suppose he'll be closer to the Erd Tree. The path ahead might be perilous, but tread it I shall. It's how little it is I truly know. I'm yet to find them. I suppose the path ahead might be perilous, since upon how little it is I truly know. And I have no faith. May the golden orb. Das bringt mir natürlich nichts. Oh, Map. Okay, da sieht man aber, hier scheint der Weg. Nee, das ist nur der. Hier geht ein Weg.
quasi hier links irgendwie. So, hier. Und dann kommt man da in so eine Schlucht. Ich schätze mal, das ist der richtige. Vielleicht, wenn wir jetzt hier nach Westen gehen. Church tatsächlich. Was zur Hölle bist du denn? Schon fast da, Leute. Ein Bonfire wäre nicht mal so schlecht, finde ich. Da haben wir einen Zauberturm. Das ist aber hier diese Hohlkehle. Jetzt ist es schon hart ruckelig, muss ich sagen. Dann kommen wir wieder da hoch. Kann ich oben bleiben. Muss eigentlich da unten sein. Ah, hier ist es doch. Okay, hier ist es. Jetzt hätte ich natürlich schon gern noch ein Bonfire. Gibt es hier irgendwo ein Bonfire in der Nähe? Ja, das ist natürlich schon ein ätzender Weg, wenn wir jetzt hier sterben. Be back. Hier muss irgendwo ein Bonfire sein.
Alter, was ist das schon wieder krasses? Junge, Junge, was hat dieses Spiel einfach Content? Doch nicht, dass hier nirgendwo eins ist. Oh shit. Ist ja fast runtergefallen. Hier könnte eins sein. Hier könnte doch eins sein. Sehr gut. So. Das ist doch ein gutes Bonfire in der Nähe von der, von dem Ding hier. Müssen wir nur hier hoch. Und eigentlich müsste es jetzt hier sein. Da. Alter. Was? Was ist denn hier schiefgelaufen? Das ist ja alles dunkel. Eigentlich voll easy. Eigentlich brauchst du gar kein Bonfire, weil du ja eine Invasion machst. Naja, außer für die Flask of Wondrous Physik. Das kann ich direkt nochmal machen.
Alter! Kamera, hatte kein Lock-on. What the fuck? So. Okay, das war jetzt Nummer 2. Crack is wild. Crack is wild. Talisman? And it's all sound made by the wearer doing one. Okay. What? So. Theoretisch könnte ich jetzt zurück zum Volcano Manor. Wenn wir schon mal hier sind, sollen wir dann nicht die Höhle jetzt eigentlich auch mal kurz... So, ja schon. Dann können wir doch eigentlich auch mal kurz gucken, was hier noch ist. Also ich sag ja nur, wir sind jetzt gerade hier irgendwo. Ja, jetzt Quatsch. Lol. Ich kann nicht glauben, dass die langsamste Attacke des Spiels hier auch noch hittet.
ich sehe schon, es ist so ein Bumstunnel hier mit Feuerattacken. Jetzt gleich hier von vorne. Köter! Talisman plus 1, okay. Gegen Lightning ist das gut. Hilft uns jetzt nicht weiter, kann man aber mal im Hinterkopf behalten. Oh. Sombra Smithing Stone 6. Den nimmt man doch gern mit. Sieht gut aus hier. Okay, das sieht alles ganz gut aus, ey. Gute. Das lief ja überhaupt nicht wie geplant. Ugh!
Das macht kaum Damage, ey. Kann man sich doch auch dann sparen, ey. Wo ist er denn jetzt? Hä? Der ist doch gerade da hoch. Gut, wenn du meinst. Ach, komm schon. Hier war doch noch irgendwo so ein Typ. Ah. Ey, Hunde und Ratten in diesem Spiel, ne? Trollshammer. Das sind die wahren Endbosse in dem Spiel. War ich schon, ne? Das war dieser Tunnel hier. Ja. Okay. Dann geht's jetzt, glaube ich, nur noch hier rechts weiter. Ich will nochmal sicher gehen, dass ich hier nicht... Da oben war ich, da oben war ich. Dann geht's nur noch hier. Hab ich mich erschreckt. Shit.
28.000 Seelen, wie dumm war das denn? Oh, es ist nur ein Troll. Lass mich raten, hier explodiert gleich erstmal alles. Eieiei. Easy. Great Club. Oh, geile Strength-Waffe. Geile Strength-Waffe, der Great Club. Den habe ich immer gern gespielt. Aber wo ist er denn? Guck mal, ich habe hier schon richtig dicke Strength-Waffe. Uff. Bam! Boah, da kriege ich schon auch wieder ein bisschen ein feuchtes Höschen für ein Strength-Build. Was macht das? Golden Land. Okay, das macht wahrscheinlich eine Bodenwelle, wenn man genug Strength hat. Wutz! Naja, gut. Vielleicht skillen wir irgendwann wieder um. Deshalb ist es so wichtig, alles einzusammeln, weil jetzt spiele ich natürlich ein Int-Dex-Build, aber da man ja später immer wieder umskillen kann, gibt es ja eigentlich keinen Grund. Ich weiß schon, was ich mache. So, die Höhle habe ich durch, glaube ich, ne? So, das war doch nochmal so ein kleines, nettes Nebenabenteuer. Jetzt müssen wir erstmal die Quest zurückbringen. Oh ja, leveln. Guter Punkt. Ich mach mal zur Abwechslung was in... Denn Vigor bedeutet Überleben. I see you've performed another task for us. Here is your usual reward. Please, take it. Sir. Now, perhaps the time has come to tell you of the true ruler of this manor, Lord Rykard. The Erd Tree blessed the Tarnished with grace, but it was all too meager in the face of the enormity of their task. The Tarnished were forced to scavenge, squabbling for crumbs, like the Shardbearers vying for power in the wake of the Shattering. Our Lord, indignant, has refused to scurry about, fighting over what miserly scraps they allow us. If the Erd Tree, and indeed the very gods, would debase us so, then we are willing to raise the banner of resistance, even if it means heresy. We at the Volcano Manor, under Lord Rykard, have sworn no rest until it is done. If you follow this heroic path,
One day the Lord will see you. The Lord's visits with our champions are always a spectacle. It cannot come a day too soon. If you follow this heroic, it cannot come. Okay, jetzt müsste ja eigentlich da ein neuer Briefumschlag liegen, oder nicht? Und da liegt einer. It's just as my noble brother says. Red letter. I can't believe I thought I could become a champion. Look at you. A recusant through and through. I knew you had it in you. Take this. Noch einmal. A special invitation to hunt some of the first tarnished who sat at the round table hold. If you should accept, I'll next see you on the field of battle. You're still alive? Das sollte man vielleicht mal kaufen, solange es noch geht. Quickstep. Dieser Quickstep, den kaufe ich jetzt mal auch, weil der ist ganz gut, um über Lava zu rushen. Warcry. Assassin's Gambit. Small, medium. Was ist das? Kult. Okay. Well. Und jetzt schauen wir uns erstmal das Schwert an. Serpent Bone Blade ist sogar ein Katana, Leute. Allerdings Dex 22, gut, das wäre mit einem Level. Sinister Katana Model. Ah, hier kann man nicht kämpfen. Hat kein Bleeding. Ja, das ist in der Tat... Doch, hat Bleeding. Nee, Poison. War auch nicht schlecht, ist Poison. Kein Bleeding. I am a fool after all. No, it's worse than that. As things stand, I've given up on the path of revenge and sullied the name of my house. What an easy mark I must have been. Perhaps I am a fool after all. No, it's worse than that. As things stand, I've given up on the path of revenge and sullied the name of my house. What an easy mark I must have been. Oh, jetzt ist der Dude hier weg. Der da immer gekniet hat. Interessant. So, dann schauen wir uns mal die Briefe an. Also, wir haben hier den, das Red Letter. A written request from Volcano Man disclosing the name of the Tarnished to be hunted. As the final request, the letter has a blue red. Yuno Hoslo, Knight of Blood. Mountaintops of the Giants. Oh. Okay, das scheint schon wieder eine neue Location zu sein. War das? Nee, welcher war das? Ach du Scheiße.
Leute. Den soll ich killen, bevor die Schlange gemacht wird? Wie soll ich das denn machen? Das ist ja völlig am Arsch der Welt. Das ist ja noch ultra weit weg. Aber im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, dass die Schlange jetzt noch gar nicht dran ist. Es ist sowieso, also durchaus fraglich, dass jetzt schon... Okay, aber wo sollte sonst weitergehen? Könnte es nach Caelid gehen? Wir haben hier noch das Ding. Ich weiß nicht, ob das auch als Main Carrier, das könnte eher schon was sein. Und wie wir hier hinkommen, weiß ich auch noch nicht, Leute. Was war denn hier nochmal das Problem? Hier waren wir. Das ist diese komische Stelle. Wisst ihr, wie man hier hinkommt? Kommt man da später hin oder was? Ich weiß nicht. Okay, mit einer Questreihe. Okay. Also, was haben wir für Optionen? Wir haben die Option hier mit den komischen Händen. Das hat mich zwar schon tierisch genervt, aber ich glaube, rein vom Schwierigkeitsgrad her wäre es trotzdem machbar. Gut, hier haben wir natürlich auch noch 1 Million Sachen, die wir nicht erforscht haben. Hey, wo war denn nochmal das mit den Teleportern? Da war ich ja auch neulich. Wo hat mich das denn nochmal hingebeamt in dieses Luftikus-Ding? Wo war das denn eigentlich? War das hier? Ganz, nee. Langsam wird's unübersichtlich. Wo war denn das noch? Das hier war es, ja. Das war ja wohl auch komplett crazy. Oh Mann, ey, ich habe Entscheidungsparalyse. Wisst ihr, was man in solchen Fällen einfach macht? Wir gehen zum Clergy Beast und geben dem erstmal das Ding. Wir können ja erstmal die Sachen machen. Clergy Beastman, ey. Come on. I'm not feed me more. Okay. Good talk. So, das hätten wir schon mal geklärt. Dann machen wir noch ganz kurz... checken. Well, I took you from that man to lay out your arms then. Wir können unser Moon Whale nämlich upgraden. Und da habe ich Bock drauf.
already. No matter. Oh shit, wir können sogar noch weiter upgraden. Ich hab Sommer Smithing Stone 8. Leute! 1600. Das ist ja nur geil. Back already, no matter. So. Uchi. Alter, guck mal, das macht schon 326. Das sind 300, ich kann es nicht ausrechnen. 100, 370, 470, 500 schon. Das ist super strong jetzt schon. Ey, lol, das fällt mir ein. Das habe ich auch ganz vergessen. Ich habe ja noch dieses Jelly-Schild mal eingesammelt. Das hier, was kann das denn eigentlich? Jellyfish-Shield. Wiegt aber ganz schön viel. Das ist schon stylisch, Leute. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Mit kleinen Härchen dran. Nice. Aber kann ich gar nicht tragen. Okay. So, was können wir denn eigentlich noch machen? Also rüstungstechnisch, gut, wir sind uns alle einig, dass das nicht der schönste Helm ist, aber er gibt uns 2 Punkte auf Endurance. Was wären die Alternativen? Hier kriegen wir 36 Intelligence, 39 Intelligence. Zauberhut, aber der sieht halt auch einfach scheiße aus. Oh ja, der ist echt sehr schwer, der ist so viel wie eine Rüstung. Ja, Style größer nutzen, das sehe ich ehrlich gesagt auch so. Deshalb, hier hätten wir, er gibt aber Abzug bei Stamina. Das sieht doch auch scheiße aus. Ja. Der gibt Dex und Intel. 10 weniger Stamina und deutlich weniger Abwehr. Diese Debuffs, das gefällt mir einfach nicht. Was haben wir denn hier sonst noch an Helmen? Was kann der? Das sieht so cool aus. Also richtig geil, den richtig geilen Helm habe ich noch nicht. Ich lasse es jetzt. Vielleicht finde ich ihn noch. Lass mich kurz überlegen. Ich
Was wir auch auf jeden Fall mal machen können, ist Fort Faroth. Haben wir das nicht durch? Das war mit diesen blauen Geistern da oben. Aber da war auch noch was. Da war der Drache. Ja, wo bist du denn? Na, dann komm doch. Alter, wie man halt nichts mehr sieht. Oh shit. Alter, ist das hier ein Durcheinander. What the fuck war das denn schon wieder, ey? Ja, Laterne anmachen, okay, aber das Problem ist einfach hier lauter Flugviecher, die die Kamera komplett irre machen. Das war schon super nervig. Alter, wie man wieder nix. Boah, ist das nervig. Zurückbleiben bitte. Oh, wieso bin ich denn jetzt poisoned, Alter? Falsch. Nein, ich hatte nicht den Trank ausgewählt, deshalb wirft er auch nicht mal Poison. Man.
Oh, wie oft passieren solche Fehler immer, ey. So, nochmal. Nein, ich... Dummer Mensch! Alter, es macht einen halt immer Poison, egal wo man steht irgendwie. Ich hab doch... Alter, ist das ein Scheiß, ey. Wo seid ihr denn, Jungs? Was ist? Hallo? Wo ist dein Bruder? Digga, was machst du da unten? Euer Scheiß Ernst, Leute? Hier. Große Hilfe seid ihr wieder mal. Große Hilfe. Geil, geil, geil.
Dein Bruder steht da immer noch unten an der Wand, oder? Es ist unglaublich. Da oben sind jetzt die anderen Typen. Aber hier ist nämlich noch ein Item. Seht ihr das? Hier ist noch was. Und zwar was Fettes. Ich weiß nur noch nicht genau, man muss ja von oben da reinkommen oder was. So. Da muss man dann quasi da unten irgendwo runterjumpen. Nicht eigentlich. Oleg jetzt beschwören? Nee. So, hier muss man jetzt aufpassen, dass man nicht zu viele von diesen blauen Spacken summont. Wir müssen... Ja, so viel dazu. Ey, meine Summons kommen einfach nicht, ey. Es sind so Lappen. Weil die keine Treppen steigen können wahrscheinlich oder so. Ist das hier der richtige Weg? Nee. Die stehen da unten, guck! Da stehen sie! Ihr seid die größten... Hm. Muss doch hier sein. Oh nein, Ratten. Ratten, die gut was aushalten. Das ist ja tatsächlich auch falsch dann hier, oder? Nee, da. Warte mal. Holy shit, Fick! Oh. Yes.
Radagons Sorcil. Okay. Das ist ein Talisman gewesen hier. Greatly raises attributes, but also increases damage taken. Eieiei. Guck mal, das ist die. Das Upgrade. Das ist das Upgrade zu dem. Endurance plus 2. Strength plus 2. Dexterity plus 2. Und Vigor plus 2. Allerdings nimmt man noch mehr Damage dann, ne? So, jetzt haben wir aber, glaube ich, hier Fort Ferroth ganz gut. Ihr Nulpen, ey. Die sind einfach ausgeschaltet. Die machen gar nichts mehr. So, warte mal. Die Drachen jetzt weg, weil wir den großen Drachen gekillt haben, kann das sein? Da sind noch welche.
eine Hütte da hinten? Kann das sein? Das müssen wir uns gleich mal aus der Nähe angucken. Den Turm können wir abchecken. Das war doch... Da war doch der Drache auf der Brücke. Ziemlich warm. Oh nein, oh nein, oh nein. Ach, schon. Ja. Wir checken die Hütte ab, Leute. Wir checken die Hütte ab. Das hier sein. So. Da sind noch Drachen, oder? Da ist noch einer. Hui. Oh, hier sind noch einige Drachen. Wo ist denn jetzt die Hütte? Ist ja doch ganz schön weit weg. War das denn? Da oben. Das. Ihhh. Sehen fies aus. Die sind hier überall. Und haben noch... Ne, das ist ein Schaf. Ich battle mal einen, mal gucken, was die können. Berühmte letzte Worte. Lol. Das kommt natürlich wieder zum perfekten Zeitpunkt. Herzlichen Glückwunsch. Einer hat das Spiel durchgespielt aus unserer Bande. Oder sollte man eher sagen, es tut mir leid.
Mal wieder geil, dass ich den Stagger nicht getroffen habe. Oh Mann. Boah, das sieht so geil aus, wenn der Himmel so rot wird. Ob die Schafe mich vielleicht in Ruhe lassen wollen? Man darf die nicht unterschätzen, hatte ich schon mal das Problem. Wenn die alle zeitgleich auf einen zutrampelt kommen. Auf jeden Fall gut bewacht, die Holzhütte. Würde ich mal sagen. Du siehst mich nicht. Ich sehe dich auch nicht. Guck, dann siehst du mich auch nicht. Ja. Machen wir es halt ohne. Was auch den Bonfire. Und ein Händler. Well, it's been an age since how can I help here at the end of the earth? Gravelstone. Pot. Ashes of War. Spike Cestus, okay. Faustwaffe. Land of Reeds. Ah ne, warte mal, die habe ich doch schon, den Helm. Lol. Das ist der von der Samurai-Standardrüstung. Fackel. Serpent Arrow. Causes Heavy Poison Builder. Das ist nicht schlecht. Das ist sogar ganz gut. Da habe ich einfach mal komplett 200 Stück von gekauft, Leute. Have a safe journey. Das könnte nämlich noch Handy werden. Heavy Poison Build-Up. Try Night and then try Checkpoint. Okay. Kommt wahrscheinlich wieder so ein Fucker raus.
unusual to this aged man. Have a safe journey. So, wie war das? Dann muss man nochmal dahin. Da kommt wahrscheinlich wieder so ein, wie heißen die Typen? Schon ein paar Mal in den Hütten waren da. Das wird hier natürlich extrem schwierig mit den. Kurva. Das ist halt super nervig, dass man sich jetzt hier immer hin und her beamen muss. Das war schon bei dem letzten auch schon so nervig. Jetzt müsste hier wieder. Musste jedes Mal wieder auf Nacht, dann musste ich hin und her beamen. Oh ne, guck mal. Och Mann, ey. Und wieder den falschen Trank ausgewählt, ey. Wieder konnte ich mich nicht heilen. Das war wieder der Grund, warum ich gestorben bin. Na gut zu wissen, dass man sich nicht beamen muss. Aber übrigens, das Ding ist vielleicht doch nicht so geil. Wie wär's denn mit sowas? Stattdessen. Guck mal, ob das einen Unterschied macht. Na, geht so, ne? LOL, Alter. Alter, man kommt halt nicht mehr zu irgendwas. Ne! Typ ist ein Fucker, ey. Er ist nicht schlecht. Nicht leicht, sich bei dem auch zu heilen, weil der echt schnell wieder Aggro macht. Bis ich euch den packe, ey. Das Problem ist halt auch, wir haben nicht so viel Platz, weil wir wollen auf keinen Fall hier hinten noch Hunde und Schafe triggern.
Oh nein, wieder falscher Trank! Wie viel Scheiße kann man eigentlich am Gürtel stecken haben? Aber ich hätte ihm noch nicht mal die Hälfte abgenommen, Leute. Ich glaube, ich packe den noch nicht. Brauch mehr Energie. Verzögerte Drecks. Ja, ich weiß, man kommt direkt auf den Heiltrank, wenn man lange nach unten gedrückt hält. Aber es ist halt trotzdem, dauert das 2 Sekunden länger, als wenn du es schon ausgewählt hast. Und das ist in solchen Situationen reicht das manchmal nicht. Ja, ich glaube, der ist noch ein bisschen zu strong, weil ich bin zu schnell tot bei dem. Das Problem ist nicht mal, dass ich kein Damage mache, sondern einfach, dass er mich zu teilweise one-hittet. Was nicht so geil ist. Ich sehe jetzt hier auch keine Cheese-Strategie. Wir können hier ums Haus. Mehr Energie einfach. Ich kann es. Das Problem ist, ich habe zu wenig Energie einfach noch zur Zeit. Vergiften. Alter, hier krabbelt gerade eine Spinne, seilt sich hier gerade vor meinen Füßen ab. Alter Schwede, ich krieg gerade ein Herzinfarkt. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Oh. Leute, ich sag euch, ich guck hier und plötzlich kommt hier so.
Die ist einfach, jetzt ist einfach hier so abgeseilt. Von wo denn überhaupt? Das ist schon mal passiert, schon ein bisschen länger her, ja, im Schlafzimmer allerdings. Da saß ich am Laptop und plötzlich kommt so. Also, wir können die neuen Superpfeile mal ausprobieren. Vielleicht ist das ja ein Hinweis, dass man die hier kaufen kann. Mit unserem Bogen. Was ist denn der Bogen? Hier. Hornbow. Und dann. Ob zwar nicht, dass das was bringt. Wir lassen ja nichts unversucht. Vergiften ihn und dann rennen wir eine halbe Stunde. Das ist jetzt gerade der Plan. Lol, ich hab Fat Roll. Vielleicht sollte ich erstmal. Das ist natürlich eine komplette Katastrophe. Wie schwer ist denn bitte dieser Bogen? 4,5, soll ich den jetzt ein bisschen roll. Besser. Warum habe ich denn die Fackel ausgesetzt? Sehr gut. Manchmal benutze ich die noch. War natürlich die falschen Pfeile, die ich in den reingeballert habe, Leute. Drecks. Falschen Pfeile. Immer ist irgendwas. Nein, ich probiere extra jetzt die Pfeile, weil die konnte man hier kaufen. Vielleicht sind die genau richtig dafür. Heavy Poison.
Okay, das Pfeilexperiment können wir uns direkt klemmen. Welche Cheese-Möglichkeiten fallen uns noch ein? Poison. Deadly Poison. Was ist, wenn wir das hier machen? Alles Quatsch. Am Ende des Tages muss man den einfach umnageln. Meiner Verzweiflung und Angst bin ich mir für nichts zu schade. Poison, du Bitch. Und jetzt renne ich. Na, ich bin Poison. Was? Ich dachte schon, seit wann gibt es denn so einen Balken bei Gegnern? Hä? Das ist ja was ist denn jetzt hier schiefgelaufen? Ich würde sagen, alles. Denn hier mit sowas. Temporarily boost physical attack. Wenn wir einfach jetzt komplett an den rangehen und den einfach versuchen zu Tode zu staggern. Dann klappt das denn? Ganz
Mann, roll! Ja, das ist das Problem. Man kommt überhaupt nicht dazu. Die Heilung dauert so lange. Wenn du dich einmal heilen musst, bist du schon fast verloren. Ich check's nicht, wie man es machen soll. Du kommst nicht mehr aus dem Rhythmus raus. Es dauert zu lang. Ja, der Anfang sah gut aus, bis er einen einmal trifft. Und dann bist du in diesem Endless-Cycle von er trifft dich, du heilst dich, er trifft dich, du heilst dich und hoffst irgendwie diesen Zyklus durchbrechen zu können, aber es klappt nicht. Man kann nicht summen hier, sonst hätte ich natürlich schon längst Oleg hier rangerufen, aber... Das meine ich. Jetzt hast du halt wieder das Problem mit der Distanz. Perry. Harry. Hab ich ganz vergessen, das ist im Spiel Harry. Also Hälfte habe ich ja schon fast. Ja. Was könnte man noch? Natürlich völlig aus dem Rhythmus. Lol. Ey, das wird nichts mit Parry. Die sind so schwer in diesem Spiel zu parryen, die Gegner, weil die mit ihren verzögerten Angriffen das Timing da. Was haben wir noch? Wir können ja noch ein bisschen, wir haben ja keine Eile hier. Pass auf. Das haben wir noch nicht probiert. Werden wir natürlich nicht durchballern können.
weit weg. Jetzt holt er die Drill raus, ey. Aber wir haben ganz gut Damage gemacht, das stimmt. Es ist so nervig, dass wir das jedes Mal hier wieder neu machen müssen. Das kann nicht so schwer sein. Schon. Oh Mann, 10 Zentimeter. Ich komme nicht schnell genug aus der Danger Zone, ey. Was ein Motherfucker. LOL. Ja, der Fucker, ey. Mann, verzögert wieder. Habt ihr das gesehen? Oh, diese verzögerte Scheiße. Roll, roll, roll. Meint ihr, der kann nach oben schlagen?
Lol. Ja, was machst du jetzt? Hä? Du kannst alles. Nur nicht nach oben gucken. So, wo ist mein Stuff? Wo bist du denn? Du Fickschnitzel. Hä? Was war jetzt das? Ist der jetzt unter mir in der Hütte? Mann, ey, nicht mal cheesen kann ich. Ah. Das ist doch jetzt scheiße. Wer schießt hier eigentlich wen? War's schon. Klingt ja gar nicht. Doch lieber mit Pfeilen. Nein. Das dauert ja länger als den regulär zu. Wir wissen alle, dass ich jetzt gleich hier runterfall und auf den Sack krieg. Er scheint immun gegen Poison zu sein. War richtig wütend. Ich kann es ehrlich gesagt ein bisschen. Scheiße. Nein!
Alter, wo zielst du hin, Junge? Guck mal. Obwohl ich den Focused hab. Das gibt's ja nicht. Er hat... Ihr habt's ja gesehen. Er war markiert. Aber trotzdem irgendwo anders hingeschossen. Nee, ich habe nicht mit dem Rücken zu ihm gestanden. Ich stand ja schon so, dass ich auf ihn zielen konnte. Leute, ich stand nicht mit dem Rücken zu ihm. Was labert ihr denn? Wir sehen, ich bin seitlich. Gar kein Schaden. Das macht überhaupt keinen Schaden. Thema Bogen können wir jetzt nicht. Was ist? Ich gebe hier nicht auf. So, muss ich jetzt den Stab doch eigentlich in die rechte Hand nehmen? Nicht zaubern, oder? Ja. Eieiei. Ernsthaft, Ziege? Wo bist du denn? Ja, Ziege, was machst du? Mischst du dich auch ein? Ich stehe wieder falsch. Jetzt habe ich noch die Töne getriggert, ey. Oh, es ist ja so anstrengend.
Die Doppelkatana-Geschichte war echt am besten. Und dann vielleicht zum Heilen wegreiten und dann wieder. Weiß auch nicht. Aber auch viele Attacken. So, ich glaube, ich versuche jetzt. Oder wir spielen den jetzt in Koop, Leute. Was haltet ihr da? Mann, ey, wieso staggert ihn das nicht? Scheiße! Das war gar nicht so schlecht. Das war nicht schlecht, Leute. Kommt schon, da geht doch was. Der ist nicht unschaffbar. Bisschen Panic Rolls dann gehabt, als er sauer wurde. Aber wenn man nah an dem dran bleibt, dann kann man die meisten Attacken, glaube ich, einfach dodgen. Es ist nicht leicht, aber es geht. Das Problem ist der Grab von ihm, der macht mir halt leider ein bisschen Sorgen. Wenn man hier am Anfang nicht direkt die Battle verliert.
Eins, zwei, eins. Zu früh. Jetzt muss ich rennen. Und ich habe den Drink nicht ausgerüstet. Okay. Lieber hier gegen ihn kämpfen. Nee, hier. Nein, One-Shot. Was? Das Problem ist, wenn du erstmal auf Distanz bist, dann kommst du gar nicht mehr an den ran. Boah, mieses Schwein. Obwohl ich nah dran war, macht er die Drecksattacke. Alter, konntest du nicht mehr weg. Hat der seinen roten Schwinger rausgeholt, obwohl ich nah dran war? Eigentlich kommt der doch nur, wenn du auf Mid oder... ein bisschen zu offensiv. Die Dreier, ey. Und den Grab. Jedes Mal davor hat er nur die Zweier-Kombo gemacht, jetzt macht er die Dreier-Kombo, ey. Thank you.
So, jetzt habe ich offiziell keinen Bock mehr. Oh. Ey, letzten Folgen hier nur mehr an Bossen die Zähne ausgebissen, ey. Es nervt mich auch hier, muss ich jedes Mal den Scheiß hier triggern, ey. Ich komme irgendwann wieder, ey. Paar Level. Es ist ein sehr unbefriedigendes Gefühl jetzt hier. Egal, wir machen mal ganz kurz, ich mache mal hier einen Schnitt, jetzt ist schon eine 3-Stunden-Session hier. Eine kurze Unterbrechung zumindest für den Stream, für alle, die bei YouTube gucken, hier die Folge zu Ende. Und wir machen an nächster Stelle, beim nächsten Mal natürlich weiter, uncut, wie immer, hier bei der großen Edering-Reise. Bis dann.